Bier wird mit Regenwasser gegossen, das aus diesem Speicher kommt. Wir befinden uns hier in einem Dorf mit alternativen und nachhaltigen Zukunftsaspekten auf den Gebieten soziales Zusammenleben, Kunst, Bildung, Kinder und Natur, Ökologie, wissenschaftliche Forschung, Handwerk und Kleingewerbe, Dienstleistung, Energie und Umgang mit Wasser. Im Zusammenhang mit unserem Thema Berliner Wasserspiele ist besonders Letzteres von großem Interesse. Erfahren wir mehr bei einem Spaziergang durch das Dorf. Dieses Blatt mit den Tautropfen stehe symbolisch für die Flora, die die Basis der Photosynthese bildet. Die Photosynthese ist der ursprüngliche und wichtigste Produzent von Sauerstoff. Alles höhere Leben basiert auf diesem System und wird von diesem auch aufrechterhalten. Die Flora der Erde stellt die Basis des Lebens dar, das Sauerstoff benötigt. Mehr als die Hälfte der Sauerstoffproduktion des Globus erfolgt über die Flora und nicht etwa über den Gewässern. Bei all diesen Vorgängen ist das Wasser mit seinen Kreisläufen unentbehrlich. Es ermöglicht durch seine Verdunstung Kühlung und Temperaturausgleich. Gleichzeitig sorgt es durch seine dissipative Eigenschaft für die Nahrungsverteilung in der Vegetation, sodass sich eine verdunstungsfähige Landschaft bilden kann. Werden nun die Wasserkreisläufe beschädigt oder gar unterbrochen, dann entstehen unabsehbare Schäden in der Natur. Einer davon ist, was unmittelbar einsehbar ist, die Klimaerwärmung. Die Weltwirtschaft in ihrem Drang nach Wachstum führt durch Abholzung der Wälder, steigende Intensivierung der Landwirtschaft, Versiegelung der Böden und vieles mehr dazu, die Oberfläche des Globus zu verwüsten. Der im Sand stecken gebliebene Wagen und der ausgetrocknete Pumpbrunnen sind eine ironische Vorschau auf das, was uns dann bevorsteht.
pictures, we can go on the roofs. And are you okay with that? Yeah. And we are not disturbed. So it's, yeah. And another colleague of mine from Brazil as well will come maybe to lunch later, so we can ask him. Hallo Marco, wir haben uns ja gerade kennengelernt. Ich habe eine Führung bei dir mitgemacht, die war auf Englisch. Da habe ich leider nicht viel mitbekommen, aber ich habe die Uferfabrik gesehen und bin ja ganz entzückt. Wie kommst du dazu, hier bei der Uferfabrik Führungen zu machen? Ja, das hat eine lange Geschichte schon. Ich bin hier nicht nur wissenschaftlich eingebunden von der Universität, sondern bin auch gleichzeitig Musiker. Also ich spiele noch in einer Musikgruppe, habe also zwei Funktionen. Und durch die Musik bin ich dann aber auch in den laufenden Betrieb mit in Kontakt gekommen, Berührung, weil hier doch so viel passiert ist. Also als ich angefangen hatte, an der TU Berlin zu studieren, war dieses Thema Stadtökologie ganz wichtig. Und wir haben das in West-Berlin ja damals auch an den Universitäten gelernt, weil es ist hier mehr oder weniger entstanden. Und habe dann hier irgendwie Richtung Dach geguckt und habe alles wiedergefunden, das, was wir normalerweise im Unterricht zu haben. Also es ist irgendwie ein gelebtes Beispiel. Ja, die Dächer sind hier faszinierend. Das sind ja alles Gründächer. Aber erstmal würde ich ja gerne noch wissen, ob du auch noch etwas über die Geschichte der Uferfabrik weißt. Ja, natürlich ganz viel. Also das war halt hier mal das Kopierwerk der Ufer Film AG, Union Film AG heißt die. Und hier war die ganze technische Infrastruktur von dem Schneiden, der Entwicklung, Kopieren, das Kopierwerk sozusagen. Von hier aus wurden dann die ganzen Filme in die ganze Welt verschickt und auch in alle Kinos. Die waren am Anfang auch, das war eher Stummfilm, ne? Die Studios standen in Babelsberg. Und durch den Mauerbau sind beide Funktionen sozusagen getrennt worden. Dann ist das sozusagen hier aus der Funktion gefallen. Stand 15 Jahre etwa leer und wurde dann von Künstlern besetzt, weil das war für die ein idealer Ort, um sich zu entfalten. Es gibt hier zum Beispiel auch ein uraltes Kino aus den 20er Jahren. Hier ist Marlene Dietrich ein- und ausgegangen. Und auch andere Regisseure, hier wurden Filme gedreht wie Metropolis, also die Vision der Stadt der Zukunft. Und wir versuchen hier aber genau in diesem Kontext eigentlich eine andere Vision der Stadt der Zukunft auch zu entwickeln, die sehr viel nachhaltiger orientiert ist als das, was damals prognostiziert wurde mit großen Hochhäusern und kein bisschen Grün, und alle Leute haben sich eigentlich dann mehr oder weniger mit Flugzeugen irgendwie durch die Stadt bewegt und gar nicht mit Autos. Also die ökologische Seite ist dir also besonders wichtig. Was bietet denn da die Uferfabrik so an ökologischen Dingen, außer der Dachbegrünung? Also eine Besonderheit hier ist, dass hier Nachhaltigkeit wirklich in allen Facetten gelebt wird. Das heißt, alle Bausteine des ökologischen Bauens sind berücksichtigt, aber zur Nachhaltigkeit gehören auch die ganzen sozialen Aspekte. Es gibt also Nachbarschaftszentrum. Über dieses Nachbarschaftszentrum wird auch der Bereich der Kulturgruppen, Musikgruppen, Tanz und so weiter auch gelehrt. Und die Ökologie umfasst eben alle Bausteine. Das ist Wasser, es gibt eine Regenwassernutzungsanlage, Energie, es gibt viel Photovoltaik und Cogeneration, nenne ich das immer, Blockheizkraftwerk. Der Bereich Grün, also die Dächer sind alle begrünt, die Fassaden sind oft begrünt in vielen Teilen. Baustoffe, also es wird sehr Wert gelegt auf ökologische Baustoffe. Es gibt hier ein Strohballenhaus beispielsweise, also was mit Stroh als Konstruktionsmaterial und Lehm auskommt. Und das Thema Abfall, auch einer der ökologischen Bausteine. Also hier wird sehr viel schon seit Ende der 70er Jahre eben mit Recycling gearbeitet. Ja, es wird alles getrennt, man hat kompostiert, es gibt eine Rottetrommel, es gibt Wurmkompost und so. Ne? Also die ganzen Erfahrungen hat man hier einmal gemacht und das integrativ an einem Ort. Das finde ich spannend. Die Fassade und das Dach sind also begrünt
Und welche Auswirkungen hat das auf die Umwelt? Ja, das ist, muss ich auch mal herholen. Ich habe 1992, da war ich auch hier schon lange in der Uferfabrik tätig, dann meine Diplomarbeit geschrieben zur extensiven Dachbegrünung und Auswirkungen auf das Stadtklima. Und habe gemessen und geguckt. Wir hatten Modellprojekte, also die Ufer war eins. Es gab aber auch viele kleinere noch an der Universität selber, so kleine Parzellenversuche. Also man versucht dann immer die Effekte irgendwie erstmal an einem kleinen rauszukriegen, auf einen Quadratmeter oder zwei und dann das aufs Große zu übertragen. Und da war ganz klar die Auswirkung, das ist der Wasserkreislauf, ist die Verdunstung von Wasser. Und damit sind wir auch irgendwie bei einem der entscheidenden Themen, was heute sehr wichtig geworden ist, ist Klimawandel, Urban Heat Island Effekt, also sozusagen die Überwärmung der Städte. Und wie kann man dem begegnen? Und das machen wir hier über die Fassaden. Also es gibt so viele Flächen, die sind ungenutzt in der Stadt, wenn man sich einfach die Dächer mal anguckt. Und eigentlich kostet ein Quadratmeter so viel Geld, da macht es doch Sinn, irgendwie die Dächer auch in eine Nutzung zu überführen. Also ob das nun in der Nachbarschaft ist, man trifft sich auf der Dachterrasse und man kann auch sogar Gemüse anbauen, also Tomaten ziehen, ne, und kriegt dann irgendwie ein bisschen Bezug zum Nahrungsmittelanbau. Man kann auch richtig ganz tolle Dächer machen. Und zwar wie der Potsdamer Platz beispielsweise, der... das ist eine große Wasserfläche geworden, aber im Prinzip ist es eine Dachbegrünung, ne, weil da ein Drittel des gesamten Geländes irgendwie unterkellert ist oder sich unten befindet. Also praktisch alles unterkellert, aber ein Drittel der gesamten Baumasse ist unten. Das heißt, da geht die B96 drunter durch, da kann man irgendwie in drei Geschossen drunter parken. Das ist im Prinzip ein riesengroßes Dach, was das Wasser sammelt von unseren Dächern und da kannst du dann am Rand von dem Gewässer Caipirinha trinken, irgendwie der Musik lauschen und abends gibt es sogar Fontänen, ne, und mit Musik, also eine richtige Performance. Hat das denn auch ökologische Auswirkungen, wenn man Dachbegrünung macht? Also spart das zum Beispiel Wasser oder spart das Energie oder dass eben einfach weniger Wasser in die Kanalisation kommt oder sowas? Ja, im Prinzip alles, ne? Also wir sparen das Wasser halt in die Kanalisation abzugeben. Dort verursacht es oft Probleme. Es gibt sogenannte Mischüberläufe, wenn das Regenwasser mit dem normalen Wasser abgeleitet wird zum Klärberg. Und wenn es stark regnet, dann läuft das Ganze über. Im Trennkanal haben wir das Problem, dass es stark belastet ist, das Regenwasser. Weil, das wäscht halt auch die Hundekacke mit weg. Das waren, glaube ich, 40 Tonnen oder so pro Tag. Ist schon eine ganze Menge, was da auf den Straßen liegen bleibt. Und wir sparen auch Energie in dem Moment, wo man Gebäude klimatisieren würde. Also die Dachbegrünung kühlt auch die Gebäude, die da drunter liegen. Also die, zum Beispiel das Dachgeschoss, das hat wenig Speichermasse. Und es gibt auch sonst irgendwie ziemlich viele Vorteile. Wir sparen auch Regenwasserentgelt beispielsweise. Wir müssen ja was bezahlen, wenn wir das in die Kanalisation ableiten. Das kostet sehr viel Geld, das kostet zum Beispiel mehr als Abwasser pro Kubikmeter, weil es immer so mit einem Schwall in einem Moment auftritt. Man muss die Kanalnetze dafür sehr groß dimensionieren. Und deswegen können wir dezentral sehr viel zurückhalten. Das macht Sinn, irgendwie nicht end of die Pipe-Lösung zu suchen dann, ne? Das Pipe, erstmal Pipes bauen und so, sondern direkt vor Ort das wieder in den natürlichen Wasserkreislauf zu führen, indem wir es verdunsten. Verdunsten ist das nächste Thema. Die Dachflächen verdunsten ja Wasser und kühlen dadurch die Stadt.
Was würden Sie sagen, wie viel das ausmacht? Also ist das überhaupt nennenswert? Ja, wir haben jetzt mal das verglichen, was eine Dachbegrünung leistet im Vergleich zu einem nicht begrünten Dach. Wir verdunsten im Jahresmittel schon mal 70%. Das muss man sowieso erstmal im Kopf haben, wie viel verdunstet denn eigentlich bei uns? Also was ist der Eingriff irgendwie der Stadt in den natürlichen Wasserkreislauf? Und der natürliche Wasserkreislauf, hätten wir eigentlich ursprünglich alles Wald, so war das mal, wären 90% Verdunstung. Fragt man oft mal Studenten, dann sagen die erstmal 10% verdunstet oder 20, nee, es sind 90. Und 10% läuft dann über Spree und Havel im Einzugsgebiet ab. Das heißt, diese 90%, die sind entscheidend. Und da müssen wir erstmal ran. Jetzt in diesen schon auch stark überprägten Gebieten mit landwirtschaftlicher Nutzung läuft immerhin 80% geht in die Verdunstung, 20 läuft nur ab. Und wenn wir jetzt eine Dachbegrünung haben, können wir immerhin allein nur mit 8 cm Substrat, können wir schon 70% verdunsten im Jahresmittel. Und wenn wir uns dann mal dazu angucken, wie viel Energie dabei umgesetzt wird, dann ist das sehr viel. Also 2/3 der Nettostrahlung wird umgewandelt in die Verdunstung von Wasser von der Dachbegrünung. Ich habe hier mal eine Grafik für die Energiebilanz gemacht, und zwar ein durchschnittlicher Quadratmeter weltweit. Ne, so sieht er aus. Das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, sondern das sind die Daten, die man auch in der Veröffentlichung so findet. Wichtig ist dabei eben überhaupt mal darauf hinzuweisen, wie Verdunstung und Energie miteinander zusammenhängen. Wir haben auch so eine Arbeitsgruppe gegründet, die heißt Watergy, wo wir Wasser und Energie in der Kombination einfach mal thematisieren. Das ist jetzt die durchschnittliche Einstrahlung, die wir bekommen. Das sind 4,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Tag an Sonneneinstrahlung. Die wird umgewandelt in Reflexion, also sozusagen gar nicht umgewandelt, in thermische Strahlung. Reflexion sind weniger als 10%, das ist das, was wir an der Oberfläche sehen. Also wenn wir grün sehen, wird grün reflektiert. Die thermische Strahlung können wir nicht sehen, die können wir aber sichtbar machen, zum Beispiel durch eine Thermokamera. Und wichtig ist aber jetzt die sogenannte Nettostrahlung. Die wird umgewandelt zu einem etwas kleineren Teil in sensible Wärme, das heißt die Erwärmung der Luft. Aber der größte Anteil, über 40%, ist immer die Erwärmung, die Verdunstung von Wasser. Und damit schwindet sozusagen. Also wir wandeln das um in latente Wärme, nennen wir das. Und die wird erst wieder in der Atmosphäre bei der Kondensation zu Wolken freigesetzt. Das heißt, die verschwindet. So regulieren wir auch irgendwie unsere Körpertemperatur. Wir schwitzen einfach, wir verdunsten Wasser. Und das ist das Element irgendwie Wasser, halt, was den größten Energieumsatz hat. Das sind pro Kubikmeter 700 Kilowattstunden. Wenn wir jetzt uns das mal angucken, ja, dann ist es so, dass wir das in der Stadt vorfinden. Das ist so mal ein Beispiel hier für die Uferfabrik von einem Asphaltdach. Dadurch, dass wir das ganze Regenwasser halt in die Kanalisation überführen, bleibt uns nichts anderes übrig, als in den Sommermonaten die Einstrahlung umzuwandeln, entweder in erhöhte thermische Strahlung, aber vor allen Dingen hier in Wärme, also sozusagen die Erwärmung. Das ist der sogenannte Urban Heat Island Effekt, also diese urbane Hitzeinsel. Ja. Ja. Und was wir jetzt machen müssten, wäre hier dran zu arbeiten. Das heißt, wir wollen eigentlich den Verdunstungsprozess wieder initiieren. In der Stadt fehlt einfach das Grün dazu. Wir haben zwar Straßenbäume, aber das entspricht ja noch lange keinem Wald, was man ursprünglich mal hatte. Also wenn wir diesen Urban Heat Island Effekt reduzieren wollen, dann müssen wir einfach wieder Regenwasser an den Pflanzen führen und diese Pflanzen sollen das Wasser wieder verdunsten. Und das machen wir zum Beispiel mit einer Dachbegrünung. Das habe ich jetzt leider nur in so einem kleinen Ausdruck, weil den großen habe ich irgendwie irgendwo verlegt, aber klein geht ja auch. Da wird immerhin 2/3 der Nettostrahlung, ist die gleiche Einstrahlung wie das Dach, was wir davor hatten, umgewandelt in die Verdunstung von Wasser. Alleine nur mit 8 cm Substrat. Ne? Und Begrünung. Und dann hier die Begrünung daneben drauf. Ne? 8 cm Substrat, das Wasser speichert aus den Tagen und Wochen vorher. Und die Vegetation nimmt das auf und führt das wieder in die Verdunstung. Ich habe da oben auch Natternkopf gesehen. Ist das jetzt Spontanbegrünung oder wurde das angesät? Ja, bei dem bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich bin ja auch gar nicht so der sich mit schreibt. Welcher ist denn das? Der Natternkopf ist Die blaublühende Pflanze. Ja, also vieles, es kommt einiges spontan. Was wir immer initiieren müssen, sind die Sedumarten, ja, und die Alliumarten. Achso, die habt ihr draufgetan. Ja, genau, die haben wir draufgetan. Ne? Und alle anderen, so die Gräser und so, die kommen eigentlich von selbst.
Du hast mir gerade erzählt, dass da oben der Natternkopf blüht, Allium- und Sedum-Arten blühen. Und ich habe auch gesehen, dass sehr viele Bienen und Hummeln da oben unterwegs sind. Das ist ein reines Insektenparadies auf dem Dach. Und wird das auch betreut oder bist du da auch der Fachmann? Ja, also das ist eher was, was Manfred Köhler macht. Der ist Professor für Landschaftsökologie und begleitet diese Dächer schon seit vielen Jahren von der Fachhochschule Neubrandenburg, von der Hochschule Neubrandenburg aus. Und wir sind sozusagen Team, ne? Weil jeder beschäftigt sich halt mit einer bestimmten Fragestellung und die Frage des Ökotops, welche Pflanzen gehören dahin, welche entwickeln sich, das Dach sieht auch irgendwie von Woche zu Woche immer anders aus. Das hängt irgendwie immer davon ab, wie viel hat es geregnet, wie ist das Klima, dann blühen einige Arten und im nächsten Jahr werden andere wieder verdrängt. Das ist halt sehr spannend, das zu sehen. Und es ist halt ein Ökosystem, was du erzeugst, wo sich dann auch viele andere, die verdrängt werden von unseren ebenen Flächen, wohlfühlen. Ne? Also die Bienen, die werden irgendwie stark verdrängt, auch aus der Agrarmonokultur. Und wir haben auch viele so eine andere Bereiche, wo hier dann eben Pflanzen auf diesen extensiv begrünten Dächern wachsen, die sonst in der Stadt irgendwie Schwierigkeiten haben. Ne? Also Sedumarten findet man immer mal wieder. Aber so in dieser Dominanz und in diesem, sieht wirklich schön aus da oben. Ne? Irgendwie, das ist schon wirklich auch einmalig. Ne? Und wenn man da eine Terrasse dran hat, ist doch super. Das ist ein wunderschöner Anblick, wenn man darauf schaut. Dein Spezialgebiet ist dann eher der Wasserkreislauf, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wasser und Energie. Wasser und Energie. Und wie wirkt sich das aus, wenn Starkregen ist? Läuft das dann vom Dach ab oder nimmt das Dach den Regen trotzdem auf, obwohl das gleich in Mengen runterkommt? Ja, also ich habe das auch gemessen. Also wir können Starkregenereignisse vom Ablauf her ganz deutlich in ihren Spitzen reduzieren. Es gibt zwei Funktionen. Also einmal läuft das von solchen Dächern erst ab, wenn eigentlich zum Beispiel der Mischkanal schon längst übergelaufen ist. Und dann beginnt so ein Dach erst mit dem Ablauf. Das heißt, das entlastet ganz enorm, auch zeitlich in einer Verschiebung. Und dann die Intensität ist deutlich geringer. Das wirkt so ein bisschen so wie so ein Schwamm, ne? Nimmt das Wasser auf und gibt es verzögert ab, aber vor allen Dingen wird viel verdunstet. Also im Sommer sind das über 90% tatsächlich. Ne? Und ja, das kommt dem Klima zugute und aber auch dem Kanal. Und man nimmt so Substrate, die sind so künstlich, die aber auch wirklich jeden Starkregen mit aufnehmen können. Ne? Das ist so zum Beispiel Expanded Clay, das ist Bleeton, ne, oder Bleeschiefer, die nehmen vor allen Dingen Wasser in den Aggregaten auf. Wir möchten möglichst viel Wasser speichern, möchten aber jetzt keinen tonigen Boden haben, der viel Wasser speichert, sondern einen, der auch in Starkregen sehr gut wegsteckt. Und macht dieses Dach viel Arbeit mit Pflege und Wartung? Nee, eigentlich gar nicht, weil irgendwie man überlässt die sich selbst. Also man düngt nicht, man wässert nicht und dann muss man aber auch keine Biomasse entnehmen. Also muss man keinen Rasen mähen oder so. Ne? Man überlässt es wirklich sich selbst, man geht dann einmal im Jahr rüber, ob an bestimmten Stellen, die vielleicht beschattet sind, wo mehr Wasser ist, ob da eine höhere Pflanze anfängt zu wachsen. Weil ja, es gibt manchmal so Standortbedingungen, dass jetzt vielleicht doch irgendwie mal so ein Baum, so ein, ja, eine Birke irgendwie vielleicht. Aber normalerweise überleben die nicht. Aber es gibt vielleicht so Schattenecken, da muss man einmal gucken im Jahr, das reicht aber. Also es ist eigentlich recht günstig, preisgünstig, die Dachbegrünung. Und hat aber große Auswirkungen auf die Kostenersparnis oder nicht? Doch, also wir sagen, erstmal hält das Dach länger und dann sparen wir auch noch Regenwasserentgelt. Das steht auf der Kostenersparnisseite. Und die meisten Dächer werden heutzutage aber vor allen Dingen gebaut, weil es auch verlangt wird als Ausgleichsmaßnahme für Versiegelung. Ne? Also es gibt so alle verschiedene Strategien zu sagen, warum dann Dachbegrünung eigentlich gebaut wird oder werden muss. Ne? Einleitbeschränkungen.
Was kostet eigentlich die Installation von Dachbegrünung, entweder wenn man einen Altbau hat oder eben wenn man es ganz neu zusammen mit dem Bau errichtet? Da denke ich, gibt es schon Unterschiede. Ja. Ja, also wir sagen so 35, 40, 45 Euro im Quadratmeter kann so ein Dach ungefähr zusätzlich kosten. Das sind so, ist so die Spanne und wir vergleichen das jetzt mit anderen Maßnahmen, weil irgendwas muss man vor Ort meistens machen. Wir kriegen zum Beispiel nicht die Erlaubnis, irgendwie 100% der Intensität immer in die Kanalisation abzugeben. Da müsste man dafür sonst eine Zisterne bauen und die kostet auch wiederum Geld. Deswegen ist eine Dachbegrünung da eigentlich eine der billigsten Maßnahmen. So schon, kann man schon sagen, insgesamt von dem, was wir an Retentionsleistung haben. Und Altbau, Sanierung oder Neubau. Beim Neubau ist es natürlich einfacher. Da kann man gleich einfach von Anfang an alles planen. Man macht statt einer Bitumenabdichtung dann gleich eine Abdichtung, die auch einen Durchwurzelungsschutz hat und muss das nicht doppelt machen, sondern nur eine Funktion. Und bei der Sanierung würde ich sagen, das lohnt sich immer nur dann, wenn man sowieso irgendwas machen muss. Also wenn das Dach irgendwie gerade undicht war oder so, dann kann man sagen, okay, dann reparieren wir das jetzt, dann machen wir jetzt auch eine Dachbegrünung drauf. Und da muss man dann die Statik noch beachten. Ne? Es ist ein bisschen schwerer, aber hier in der Uferfabrik, die Dächer, die waren alle früher nie begrünt und die hat man dann Anfang der 80er Jahre begrünt. Man hat dann einfach nur so einen Sparren dazugelegt. Ne? Also es ist ja alles eine Holzkonstruktion, diese alten Dächer. Da kommt einfach noch ein bisschen dazu. Und dann reicht das. Das ist alles okay. Dass also nichts durchgedrückt wird, weil das wiegt ja ein paar Tonnen. Es wiegt dann ein bisschen mehr, genau. Ne? Aber du brauchst dann diese statische Auslegung, ne? Da kommen dann einfach ein paar mehr Sparren, ne? Nennen wir das dann, unter den Dächern. Ne? Die sind also, ja hier meistens auf Flachdächer. Ich denke, da ist es auch einfacher als auf Schrägdächern. Ja, es sind aber die meisten, also man unterschätzt das, auch diese Dächer da oben, die sind eigentlich auch alles zu zwei Dritteln Flachdächer. Die sehen nur so aus, die haben halt so eine Dächer am Rand, aber oben sind sie flach. Und die kann man auch begrünen. Aha. Also doch, es gibt mehr Flachdächer, als man eigentlich weiß. Also ich hab so eine Zahl im Kopf, dass 80% der Dächer in Berlin begrünbar sind. Ja. Das würde ich so sagen, kann man so ungefähr schätzen. Also im Prinzip ist sogar 100% begrünbar, bloß dann wird es irgendwann kompliziert. Also wenn wir so ein Dach haben, dann braucht man eine Rutschwelle und dann ist es kein extensives mehr, sondern man muss es bewässern, weil man muss dann vermeiden auf so einem Schrägdach, dass die Vegetation ausfällt. Ja, und dann haben wir die Bodenverwehung durch Wind. Genau, das ist ja dann das auch darf keine Erosion passieren, es muss also immer begrünt sein. Synergien, aber wir haben auch Zielkonflikte. Beispielsweise, wenn wir jetzt eine Dachbegrünung haben und danach das Regenwasser nutzen, im Sommer fließt ja nur noch 10% ab ungefähr, ne? Der Rest verdunstet. Dann haben wir hier in der Uferfabrik dann auch eben unbegrünte Flächen mit dazugenommen in die Regenwassernutzung. Ne? Also wie diese ganzen Gehwege, die Parkflächen und dadurch haben wir mehr Wasser zur Verfügung. Dadurch kommen wir aber insgesamt natürlich auf einen wesentlich besseren Rückhalt, weil wir wollen ja eigentlich gar nichts irgendwie vor Ort ins Gewässer überführen oder in die Kanalnetze. Ja. Wenn man das also kombiniert, sind wir besser in Bezug auf Umweltaspekte, aber in Bezug auf die Nutzung reduzieren wir das natürlich, was wir irgendwie für die Toilettenspülung ersetzen können. Das ist jetzt so das Einzige. Mit Grün gibt es eine sehr große Synergie, weil wir Verdunstungskälte erzeugen, vor allen Dingen auch bei Fassadenbegrünung. Ja, Fassadenbegrünung ist jetzt das nächste Thema. Kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen, welche Effekte das hat? Ich habe ein ganz tolles Projekt in Adlershof, das ist das Institut für Physik. Da haben wir 450 Kletterpflanzen und die bewässern wir mit dem Regenwasser vom Dach. Und die beschatten das Gebäude im Sommer durch ihre Blätter. Man kann sogar noch durchgucken, also ist sehr schön, also sehr viel angenehmer als ein konventioneller Sonnenschutz. Und im Winter verlieren die Blätter, da geht die Strahlung rein. Das ist alles vor so einer Glasfassade. Und dann haben wir mal gemessen, erstmal wissen wir, was es kostet. Also der konventionelle Sonnenschutz kostet viel mehr in der Installation als die Begrünung und er kostet auch sehr viel mehr im Unterhalt. Er kostet dort an dem Gebäude 16.000 Euro pro Jahr und für Wasser und Dünger geben wir 1.300 Euro aus für die Pflanze und sozusagen Rückhalt. Und das sind also sehr große Ersparnisse und dann sogar eine Ersparnis in Bezug auf die Betriebskosten im Gebäude. Weil habe ich das jetzt hier mal genau dargestellt.
Das sind jetzt hier drei Werte für den Energieverbrauch des Gebäudes, die über eine Software, und das sind die Messwerte, die wir haben, halt rauskommen. Das wäre das Gebäude im Energieverbrauch ohne Sonnenschutz überhaupt, also nur Glasfassade. Da muss man natürlich viel aufwenden für Kühlung. Das sind jetzt alles Primärenergien, ne? Das ist zum Heizen, das ist zum Kühlen. Das ist, wenn wir einen manuellen Sonnenschutz haben, den man so runterlassen kann. Jemand geht in das Gebäude und lässt den runter. Eine Art Jalousie. Eine Jalousie, genau. Das ist richtig, das ist ein Textiler, nennen wir es Sonnenschutz. Ist eine, richtig, also keine Lamellen, sondern Textil. Und das ist das Gebäude, so wie es wirklich gebaut wurde, mit einem automatischen Sonnenschutz. Da sind wir bei 57 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das ist jetzt das Gebäude, wie wir es wirklich gemessen haben von dem Sonnenschutz her, wie er wirklich funktioniert im Vergleich zu dem. Und das kommt sehr gut hin. Also, ne? Also normalerweise sind die Simulationen nicht so, dass das übereinstimmt mit dem, was wir wirklich vor Ort haben. Jetzt ist aber interessant, dafür gibt es ja keine Simulation. Das, was wir sozusagen gemessen haben an Verschattung und Effekt auf das Gebäude bei der Fassadenbegrünung. Das heißt, wir sparen ungefähr 25-30% an Energie für das Heizen und Kühlen im Gebäude. Und für das Kühlen sogar brauchen wir fast nur noch die Hälfte. Ne? Wir erzeugen Verdunstungskälte und beschatten sehr gut irgendwie die Glasfassade im Verhältnis zu dem konventionellen Sonnenschutz. Also es ist nicht nur billiger in der Konstruktion und billiger im Unterhalt, sondern auch noch billiger in Bezug auf die Betriebskosten des gesamten Gebäudes für Heizen und Kühlen. Ja, und ganz schön stark. Das ist nur, ja, nicht nur ein bisschen wert, sondern ich denke, das ist schon ganz schön viel und würde betriebswirtschaftlich doch sich sehr auswirken. Deswegen begleiten wir so eine Projekte ja, ne? Weil man weiß es ansonsten ja nicht, irgendwie was hinten bei rauskommt. Und ich war selber erstaunt. Ne? Also ich dachte, es ist jetzt vielleicht billiger im Unterhalt oder so. Ja. War auch noch nicht mal klar. Ne? Und die Performance ist aber schlechter, weil man es nicht steuern kann. Stimmt aber nicht. Ist genau das Gegenteil der Fall. Ne? Das ist sehr interessant. Und es ist auch eine Windbremse. Und ökologisch, denke ich, wird es auch interessant sein. Ne? Mhm. Zum Beispiel ist es auch mehr robuster, also weil die Leute fangen immer an, wenn es besonders heiß ist, dann die Fenster zu öffnen. Also Marco, ich bin total begeistert von dem, was du mir alles erzählt hast über Dachbegrünung und Fassadenbegrünung. Und überhaupt wird ja hier Begrünung in der Uferfabrik groß geschrieben, denn auch an den ganzen Rändern von den Wegen, überall sehe ich ja grün, da ist ja kein freier Fleck. Und du sagst ja auch, das hat große ökologische Auswirkungen. Das denke ich zwar auch. Aber es gibt auch eine andere Meinung. Und zwar geht es da um das CO2. Die Bäume speichern CO2, die Moore speichern CO2, das sind ja auch Wasserlandschaften. Und wenn man das CO2 eben in die Atmosphäre entlässt, dann erwärmt sich das Klima. Und eigentlich hat das Grün, das ist ja gebunden in den Blättern und in den Stämmen, und das hat dann eine stabile, gleichmäßige Auswirkung, aber nicht unbedingt eine Auswirkung auf das Klima, wenn man mehr Pflanzen pflanzt. Wie siehst du das? Ja, wenn man mehr Pflanzen pflanzt, schon. Wir verlieren jetzt aber jeden Tag 800 Quadratkilometer an Vegetation. Das ist die Fläche Berlins, die jeden Tag weltweit verloren geht. Und mit dem CO2 sind wir einfach auf dem falschen Track. Also ich halte das für blödsinnig. Das liegt einfach daran, dass es eine Auswirkung haben soll, wenn man mal guckt, irgendwie was passiert. Also wo steht CO2 überhaupt in den ganzen Kreisläufen? Ja, also wir haben hier mal wieder so eine der Publikationen, was mich dann eigentlich auch sehr ärgert, weil man einfach schon auf dem falschen Paradigma aufsitzt. Hier steht, in der vorliegenden Arbeit wird aufgezeigt, dass die Begrünungsmaßnahmen allein und in Kombination sowie unter Berücksichtigung lokaler Stärken und Hemmnisse nur ein sehr geringes bis geringes Klimaschutzpotenzial im Vergleich zu anderen Klimaschutzmaßnahmen aufweisen. Bei einer realistischen Begrünung von 10% aller potenziellen Flächen und Standorte würden die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 2009 um 1,5% reduziert werden. Ja, und da ist man wieder bei Treibhaus. Man hat überhaupt nicht das Thema Wasser im Kopf. Also wenn man auch diese COP21-Beschlüsse auf 70 Seiten mal durchsucht, findet man nicht einmal das Wort Wasser. Ja, in Paris. Deswegen halte ich diese Vereinbarung für Blödsinn. Man reduziert das ganze Klimathema auf CO2-Emissionen.
Und da sagt man, Ökosysteme sind in sich stabil. Wenn sie stabil sind, dann akkumulieren sie kein CO2 und, oder geben genauso viel ab, wie sie selber akkumulieren. Und deswegen sagt man, Bäume sind nicht relevant, also die vorhandenen. Dabei wird die meiste Energie umgewandelt, global halt in die Verdunstung von Wasser. Da hat man Verdunstung überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, auch wo das wieder abgegeben wird. Und das ist aber genau das, was wir verlieren. Wir verlieren jeden Tag 800 Quadratkilometer an Vegetation. Und dann liegt auf der Hand, dass wir den Wasserkreislauf stören. Wenn wir einen Kubikmeter nicht verdunsten, kriegen wir im Schnitt 5 Kubikmeter weniger Niederschläge. Halt als Kettenreaktion. Ne? Verdunsten tut hier in Berlin-Brandenburg im Schnitt so 80% vom Regen. Ne? Und nicht 10 oder 20, sondern 80. Ja? Das ist also der Eingriff in Natur und Landschaft. Wenn wir also jeden Tag 800 Quadratkilometer weniger Verdunstungsfläche haben, dann wird es natürlich warm, auch in der Kettenreaktion dahinter. Wir kriegen immer weniger Niederschläge und gleichzeitig ist die Photosynthese zuständig für wie viel CO2 haben wir in der Atmosphäre. Also es ist eine indirekte Korrelation irgendwie, vor der wir stehen. Und das hat nichts mit Emissionen zu tun, sondern wir reduzieren jeden Tag die Photosynthese um 800 Quadratkilometer. Jetzt ist es so, wenn man dann eben auf dem falschen Fuß irgendwelche Maßnahmen entscheidet, wie die Politik. Zum Beispiel subventioniert man jetzt die Umstellung von Kohle- und Öl- und Gasheizung zu Holzpellets. Ja, wenn wir mal gucken, wo kommt das Holz her, dann ist die größte Produktionsstätte im Hafen von Wismar, German Pellets. Und die holen riesige Mengen an Holz dann aus Russland. Das ist ein Teil von den 800 Quadratkilometern an Vegetation, die wir jeden Tag verlieren. Das sind so eine riesen Eichenstämme, die da angeliefert werden. Die werden klein gehäckselt und wir verbrennen mit öffentlichen Subventionen im Moment die russischen Wälder, um unser Klima zu schützen und erzeugen dabei genau das Gegenteil. Ja? Deswegen ärgert mich das so. Also es ist genau eigentlich das falsche Paradigma und die wissenschaftlichen Computer-Klimamodelle liegen da meiner Meinung nach komplett falsch. Na, das ist ja eine Wende, die hier die Uferfabrik, das Interview zu der Uferfabrik gemacht hat. Ich finde es gut, dass das auch nochmal global betrachtet wurde, von diesem ganz Kleinen in eine Gesamtschau zu machen. Ja, dann danke ich dir, Marco, ganz herzlich. Es war total interessant, mit dir zu sprechen. Ja, danke. Danke euch auch, dass ihr hier zu Gast wart und zu Besuch, ne, und immer wieder gerne. Ja. Dankeschön. Ja. Dankeschön.